Glückwunsch, dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen. Ich freue mich auf diesen Livestream. Und das ist ein Thema, was natürlich sehr unangenehm ist, auch für mich, weil ich da etwas gesagt habe, was de facto nicht so ist oder war. Oder sagen wir mal so, da ist ein bisschen Unklarheit über diese Thematik. Es geht um Demeter und es geht um einen besagten Post, den Demeter mal gemacht haben soll, der jetzt aber nicht mehr zu finden ist auf der Demeter-Seite, was es jetzt schwierig macht zu sagen, okay, wer hat diesen Post gemacht überhaupt? Also, um was geht es da eigentlich? Es ging darum, dass ich ja gesagt habe in dem letzten Demeter-Video, Demeter hat de facto nicht mitgemacht bei den ganzen C-Maßnahmen. Und ich habe auch auf der Instagram-Seite und auf Facebook, ich habe da nie irgendwas gesehen, dass sie da Aufrufe gemacht haben. Also zu sagen, die hätten die permanent da irgendwelche Aufrufe gemacht, das bestreite ich immer noch. Was aber wohl scheinbar der Fall gewesen ist, dass sie auf ihrer Webseite kurzzeitig oder auch länger, das weiß ich nicht, das werde ich noch rausfinden, einen Post hatten, wo sie die Maßnahmen unterstützen. So, das würde bedeuten, dass die Dame, die ich angerufen habe, entweder das nicht wusste, weil sie erst später zu Demeter dazugekommen ist, oder aber sie mich eiskalt belogen hat, was natürlich sehr unangenehm wäre und auch sehr, weiß ich nicht, ist schon ein Vertrauensmissbrauch, ne? So, aber, und jetzt kommen wir zu dem wesentlichen Punkt, ich weiß sowieso, dass Demeter in sich, man kann nicht von dem Demeter reden, sondern man muss von einer Gruppe von Menschen reden, die Demeter organisieren. Das heißt also im Klartext, du hast da auf jeden Fall Leute drin, die einen Sprung in der Schüssel haben, die komplett auf Spur sind mit der Agenda, mit allem, was so läuft, mit allem, was so schief läuft, würden jetzt viele Leute sagen. Ja, und ich bin auch der Meinung, da läuft eine ganze Menge schief. Und dann hast du aber auch einen harten Kern von alteingesessenen Anthroposophen, die das komplett anders sehen, die Schlumpfungen kritisieren, ja, sehr stark, die für eine vernünftige deutsche Sprache plädieren, kein Gugu-Gaga, die einen gewissen Menschenverstand mit sich bringen, die sich wirklich für die Natur einsetzen wollen. Und ja, die hast du da auf jeden Fall. Und meiner Meinung nach ist das sogar die Mehrheit in Demeter, die so denkt. Aber diese kleine Gruppe oder diese Gruppe innerhalb von Demeter, die eben ein bisschen gehirngewaschen sind, die gibt es eben auch. So. Und ich habe damals mal 2018, da habe ich mich bei Demeter beschwert, weil auf der Facebook-Seite, wie gesagt, ich verfolge die ja schon lange, da haben die dann angefangen, so völlig übertrieben zu gendern. Und der Text war irgendwann so kompliziert verschachtelt, dass man das gar nicht mehr lesen konnte richtig. Und das hat mich tierisch aufgeregt. Da habe ich 2018 damals da auch angerufen. Ich bin so ein Typ, ich rufe immer bei allen Firmen an. Das ist so eine Macke bei mir. Ich muss mal direkt mit irgendwem telefonieren, wenn mir irgendwas nicht passt. Oder wenn ich irgendwas wissen will, dann rufe ich da mal direkt an. Dann habe ich da 2018 schon mal angerufen und habe gesagt, hier, warum müsst ihr denn das machen? Warum könnt ihr das nicht lassen? Warum müsst ihr denn da mitmachen mit diesem ganzen Kram? Und dann hat die am Telefon gesagt, ja, mir geht es da so ähnlich wie Ihnen, aber den ganzen Social-Media-Kram übernimmt ein Flügel innerhalb von Demeter, übernimmt diesen Social-Media-Kram und die entscheiden dann, wie das Ganze dann nach außen dargestellt wird. Die sind dann auch für Design, für Medienpräsenz, für die ganze, wie so ein Text aufgebaut ist und so weiter. Das heißt, die entscheiden in großen Teilen da in dieser Medienklicke innerhalb von Demeter, entscheiden die, wie das Ganze dann aufgebaut wird. So, und da gab es auch und gibt es auch immer wieder innerhalb von Demeter wohl, so hast du mir das damals auch erzählt, gab es immer wieder Konflikte, wo die sich einfach nicht einig waren. Und wo die sich dann aber, weil die diesen Flügel eben haben, wo die sich dann immer durchgesetzt haben. Und genau so bin ich mir ziemlich sicher, weil sehr viele Demeter-Leute waren gegen die Schlumpfung. Das heißt also, innerhalb von Demeter waren sehr viele dagegen, aber es gab eben auch den gehirngewaschenen Teil innerhalb von Demeter, die gesagt haben, ja, wir müssen mitmachen und dies und das. Keine Ahnung, vielleicht wurden die auch bezahlt, dieser innere Kreis. Vielleicht ist das auch was auch immer. Ja, vielleicht sind die auch einfach nur so. Das gibt es ja auch, ja, dass Leute einfach so sind. Aber der Punkt ist, da gibt es eben diesen Posting, der wahrscheinlich mal auf der Seite war. Und wahrscheinlich, und das werde ich noch abklären, deswegen will ich da auch noch mal mit denen telefonieren. Ja, es hört sich immer so komisch an, wenn ich sage, ja, ich telefoniere mit denen andauernd, aber es ist so.
ich will noch mal ein Gespräch und ich versuche auch mal ein Gespräch vielleicht zu haben, wo ich jemanden vor die Kamera bekomme. Das heißt, wo ich mal mit Demeter alle möglichen Fragen abarbeiten kann, vor der Kamera. Und da habe ich auch angerufen, gefragt, ob das geht. Da hat die gesagt, ja, ich soll eine E-Mail hinschreiben und so weiter. So, das heißt also, ich werde da nochmal hinschreiben, werde da eine Einladung aussprechen und gesagt, ich möchte gerne mit jemandem vom Demeter sprechen. Und dann werde ich auch über diese Thematik sprechen. Wenn ich jemanden vor die Kamera kriege, wenn nicht, dann versuche ich irgendwie schriftlich irgendwas zu kriegen, irgendein Statement zu kriegen, was ich dann an euch weiterreichen kann. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem anderen Thema innerhalb des Themas. An alle, die so scharf Demeter kritisieren, dafür, dass sie eben mitgemacht haben. Welche von euren ganzen Firmen, die ihr konsumiert, haben denn nicht mitgemacht? So, das ist nochmal die andere Frage. Und wie viele von diesen Firmen oder innerhalb der Firmen waren denn gegen die Schlumpfung und gegen die Maßnahmen? Da könnt ihr ja auch mal, was weiß ich, recherchieren. Ja, wenn ihr zu Aldi geht oder sowas. Ja, ich will jetzt gar nicht über die Gebrüder Aldi sprechen, was das für Leute sind. Aber da könnt ihr euch selber mal schlau machen, was die so was bei denen so abgeht. Wie gesagt, da will ich jetzt kein Fass mit aufmachen, aber die Leute, die halt da hingehen und da einkaufen, was die unterstützen, das würde ich im Leben nicht tun. Im Leben nicht. Niemals. Würde ich eher meine Seele verkaufen, als da einkaufen zu gehen. Das ist jetzt krass, wenn ich das so sage. Das kann jetzt passieren, dass ich jetzt hier auch irgendwelche Konsequenzen davon trage, aber ist mir scheißegal. Ich sage das jetzt so. Der Punkt ist ja meine freie Meinung so. Der Punkt ist einfach, macht euch einfach mal Gedanken, was ist besser? Es ist besser, ein Produkt zu kaufen, was nicht direkt mit Gift bespritzt wird, was, sage ich mal, wo es viele Menschen gibt, die so denken wie wir, die sagen, wir wollen eine wirkliche nachhaltige Welt, wir wollen wirklich einen Bezug zur Natur und wir wollen wirklich versuchen, so viele Umweltgifte zu meiden und die Natur erhalten, wo es wirklich einen großen Kern gibt, die wirklich so denken und wo vielleicht eine kleine Gruppe von Psychos innerhalb dieser Gruppe für Chaos sorgt. Und voll auf Spur ist und voll auf Agenda und so weiter. Oder willst du gleich zu den großen Firmen gehen, denen sowieso alles scheißegal ist, wie die Erde aussieht, was mit der Erde passiert, die sowieso nur an Gewinnmaximierung interessiert sind, die Felder zusprühen und so weiter. Also das ist halt einfach auch ein bisschen, tut mir leid, aber die Leute, die sagen, es ist sowieso egal, ja, ich weiß nicht, also das führt zu nichts. Das führt einfach zu nichts. So. Das wäre dieses Demeter-Thema und jetzt hätte ich noch ein letztes Thema, nämlich das Froschsiegel. Und das, Leute, das ist echt, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil ich musste selber auch noch ein bisschen recherchieren. Ein paar Sachen wusste ich schon, ein paar Sachen musste ich recherchieren. Also, das ist ja diese Rainforest Allianz und da geht es vor allen Dingen um die Beschützung des Regenwaldes, sagen die auf jeden Fall. Ich mach's mal kurz, ich kürze es mal ab, bevor ich hier zu lange aushole und zu lange über dieses Thema rede, weil so spannend ist es gar nicht, ja. Also, viele haben ja Angst, dass dieser Frosch dafür steht, dass da, wo der Frosch drauf ist, dass das irgendwie ein Siegel ist von Bill Gates und dass dann Leute, die Produkte essen, wo dieser Frosch drauf ist, dass die dann irgendwie genmanipuliertes mRNA-Futter kriegen. Das ist ja so, ich sage jetzt mal im ganz übertriebenen, die Verschwörungstheorie, die halt so die ganz krassen alternativen Leute so von sich geben. Das ist natürlich vollkommener Bullshit, aber es gibt natürlich Punkte, wo man genauer hinschauen kann und wo man was findet, was nicht so toll ist. Also Punkt 1 ist, dieses Siegel ist eigentlich dazu da, um angeblich die Regenwälder zu schützen und da geht es hauptsächlich um Holz und Papier. Aber es gibt dieses Siegel auch für Lebensmittel. Und das hängt dann damit zusammen, wie der Wald behandelt wird, wie der Regenwald zum Beispiel, weißt du, wo Kakao, Kaffee, Bananen und so weiter angebaut werden. Also ob da jetzt die Regenwälder stark drunter leiden oder ob die eben nicht so stark drunter leiden und der Anbau sehr schonend ist. Und wenn er angeblich sehr schonend ist, dann bekommen die dieses Frosch-Logo. Das heißt, alle Bioprodukte, die dieses Frosch-Logo haben, also alle hochwertigen Bioprodukte, die dieses Frosch-Label haben, sind auch garantiert ohne Gentechnik, ohne irgendein mRNA, ohne Gift da drin oder sonst irgendwas, weil das Biosiegel das ja auch garantieren muss und weil es ja auch immer Stichproben gibt von den Firmen selbst und von unabhängigen Labors meistens, von den höheren Biosiegeln zumindest, die dann sowas prüfen. Ja, weil die wollen ja die wollen ja auch ihr Vertrauen nicht verlieren oder die wollen ja auch nicht, dass, weil sonst sagen die Leute auch so, warum gibt es denn das Siegel überhaupt? Ja, wenn da ständig irgendwas nicht funktioniert. Also die achten, gerade Demeter und auch Bioland achten da extrem penibel drauf, dass diese Richtlinien alle eingehalten werden, weil sie einfach den höchsten Standard haben. Damit haben sie ein Monopol. Und wenn du ein Monopol hast, dann willst du dieses Monopol auch behalten, weil dann hast du etwas erreicht in der Welt, was die anderen nicht erreicht haben.
Und ja, der Punkt ist, es gibt sehr viele Hinweise darauf, ich muss das hier vorsichtig ausdrücken, dass diese Rainforest Allianz Greenwashing betreibt. Und was auch spannend ist, die sind sehr stark mit ganz, ganz großen Firmen verbunden und verknüpft, wie zum Beispiel Nestle. Nestle ist mit Rainforest Allianz sehr stark verbunden. Die haben eine sehr starke Allianz. Und da gibt es noch andere große Lebensmittelgiganten, die jetzt nicht so toll sind, die die Umwelt eigentlich, die auf die Umwelt mehr pfeifen, als dass sie die Umwelt beschützen, die eben auch sehr eng verbunden sind mit dieser Rainforest Allianz. Dann wird denen oft vorgeworfen, dass sie eben sehr untransparent sind und dass sie eben Greenwashing betreiben. So. Das heißt also, würde ich jetzt ein Produkt kaufen, wo dieser Frosch drauf ist? Nicht unbedingt, weil damit unterstütze ich letztendlich auch oder damit bin ich auch verbunden dann mit Firmen wie Nestle und so weiter. Aber ich sage so, wenn das Siegel, wenn du, nehmen wir mal an, du hast eine Schokolade von Demeter, die Demeter zertifiziert ist und die auch diesen Frosch hat, dann würde ich die Schokolade kaufen. Genau das gleiche für Bioland. Ist jetzt aber dieser Frosch, die Siegel da drauf und die Schokolade hat nur ein europäisches Bio-Siegel oder nur ein deutsches Bio-Siegel, dann würde ich sie wahrscheinlich nicht kaufen. Versteht ihr? Versteht ihr den Zusammenhang? Das ist so, deswegen ist das so ein bisschen variabel, wann ich es kaufen würde, wann nicht. Aber abgesehen davon habe ich tatsächlich noch keine Demeter-Schokolade oder keine von Demeter zertifizierte Schokolade gesehen, die diesen Frosch auch drauf hatte. Also das nur mal so als Beispiel. Habe ich jetzt nicht gesehen, auch für Bioland gilt das gleiche, habe ich auch noch nicht gesehen. Gibt es vielleicht, habe ich aber noch nicht gesehen, sondern immer nur so. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese Firma hieß. Ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber ich habe meine Schokoladenfirma gesehen. Die hatten aber nur das, meiner Meinung nach, nur das europäische Biosiegel, welches du ja im Grunde in die Tonne treten kannst. So, und was will ich damit sagen? Froschsiegel, nein, da ist nicht, da muss nicht unbedingt irgendein Giftscheiß drin sein oder sonst irgendwas. Aber ja, es könnte sein, dass die ganz krass Greenwashing betreiben und dass die, und die hängen eben auch eben mit Nestle zusammen und vielen anderen großen Giganten. Und auch Bill Gates hat nicht direkt in die Rainforest Allianz investiert, sondern er hat in eine Gruppe investiert, die wiederum Rainforest unterstützen. Das heißt, über zwei Ecken hat er sie unterstützt, aber er hat sie nicht direkt unterstützt. Das heißt, Bill Gates hängt da nicht drin mit irgendwelchen Technologien oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach nur, um es mal auf den Punkt zu bringen, es könnte einfach nur eine Greenwashing-Firma sein. Könnte. Ihr wisst, wie ich das meine. So, also es ist eigentlich meiner Meinung nach ein nutzloses Siegel. Ein nutzloses Siegel, was eigentlich nur dazu dient, um Vertrauen zu schüren, damit Leute denken, oh, jetzt kaufe ich was sehr Nachhaltiges, wo der Regenwald geschützt wird. Weil das ist das Hauptanliegen dieses Siegels, angeblich. So heißt es auf der Webseite und so kann man es auch nachlesen. Aber das, darum geht es. So. Und wie gesagt, die Lebensmittel, die damit ausgezeichnet sind, sind nicht automatisch giftig oder irgendwas. Es kommt immer darauf an, wenn sie ein hochwertiges Biosiegel tragen und nehmen wir an, sie hätten den Frosch, dann könnte man sie kaufen, meiner Meinung nach. Aber so grundsätzlich würde ich sowieso nichts kaufen, was kein Biosiegel trägt. So. Und da ist mir dieser Frosch auch scheißegal. So, das zu dieser Frosch-Thematik. Ich hoffe, ich konnte das mal ein bisschen aufklären. Ja, und ansonsten sage ich mal, viel Spaß. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, ne? Bis bald. Tschüssi.